und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Special Guest dabei. Hallo. Kennt ihr sie vielleicht? Na klar, oder? Schreibt jetzt in die Kommentare, wer es ist. Nein, das ist die liebe Clarissa. Die hat auch einen Kanal. Den nenne ich euch später. Den werde ich euch überall hier auf diesem Bildschirm verlinken. Und in der Infobox. Also, wir haben was voll Tolles überlegt. Wir machen heute die 7-Sekunden-Challenge für euch auf meinem Kanal. Und nach dem Video könnt ihr gerne auf ihren Kanal gehen, denn da haben wir auch ein Video gedreht. Und zwar die Flachwitze-Challenge. Ja, es wird sehr lustig sein. Also auf jeden Fall dieses Video anschauen und danach dieses Video anschauen. Da seht ihr uns dann nochmal zu zweit. Ja, es ist sehr witzig. Wir fangen jetzt mal an. Jeder hat sich 5 Punkte aufgeschrieben, die der andere in 7 Sekunden machen soll. Und wir haben aber ausgemacht, wir machen nichts Ekliges. Also, wenn ihr was Ekliges sehen wollt, dann geht bitte auf einen anderen Kanal. Gut. Los geht's. Meine Aufgabe ist, zaubere dir... Oh, das ist aber gemein. Zaubere dir in 7 Sekunden eine neue Frisur. Darf ich mir was dazu holen? Ich hab nichts. Nein. Wieso hab ich mir eine neue Frisur? Ey, du hast eine Bobbypin hier in deinem Haar. Also, oh nein, meine schöne Frisur. Nein, doch, du kannst den Haargummi holen. Okay. Okay, auf die Plätze. Warte, ich muss überlegen. Fertig. Ist egal, welche Frisur. Irgendeine Frisur. Okay. 1, 2, 3, los. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das gut? Ach ja, Bedingung, das Ganze. Bedingung? Ich hab mir so schön gehabt. Geht das? Aber ist doch auch schön. Da können Vögel drin wohnen. Du hast 7 Sekunden Zeit, 4 Harry Potter Filme aufzuzählen. Ernsthaft? Stein der Weisen, der Feuerkelch. Keine Ahnung. Ich hab nur bis zum 4. Buch gelesen oder so. Gibt's Feuerkelch schon? Ja. Jetzt schon. Okay, darf ich meine Frisur wieder? Ja. Okay, nächste Aufgabe. Zähle das ABC in 7 Sekunden auf. Und los. Wie bitte? Was für ein Buchstaben das sind? Und los. Aber sie sind jetzt hier keine, wenn man die QS, die Kuppel nicht so weit sind. Mal gelten. Ich habe nur A und Z gehört, aber okay. War sehr still. Na, ich habe ja nur 7 Sekunden. Das ist jetzt etwas schwieriger. Außer du hast es schon ein paar Mal gemacht. Du hast 7 Sekunden Zeit, deinen Vornamen rückwärts zu buchstabieren. Scheiße. A. A, S, S. I. L. Lackiere dir die Nägel in 7 Sekunden mit dem Nagellack. Okay, also. 1, 2, 3, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hübsch. Hört sich voll scheiße aus. Du hast 7 Sekunden Zeit, den Lippenstift aufzutragen. Und den Lippenstift habe ich selber noch nicht benutzt. Vom Spiegel? Nein, nicht vom Spiegel. Mit dem Spiegel? Das ist eine sehr schöne Farbe. Ja, bekomme ich. Hast du nicht noch ein Schwarz gehabt? Okay, los. Ach, Scheiße. Ich will hier nicht rumwarten. Aber nicht schlecht. Ein bisschen müde. Aber das Geld ist ja jetzt bestanden. Das hast du gut gemacht. Ich glaube, jetzt muss nicht so hingekriegt. Also sage in 5 verschiedenen Sprachen Hallo. In 7 Sekunden. Und los. Auf Deutsch? Ja, Sprache. 1. Hello, 2, hallo, Merhaba. 4. Salut. 5, 6. Buongiorno. Heißt du morgen? Ciao. Meh, 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 meh. Oh.
Ich und... Das sagt nicht so was Ähnliches, wie du vorhin gemacht hast. Mhm. Mache dir in 7 Sekunden ein Dutt. Ein Dutt? Ein Dutt. Okay, darf ich jetzt schon mal? Sag los. 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 Ich kann kein Dutt. Ich kann ihn nur mit 2. 3, 2, 1. Ja, ne? Ja. Ja, du kannst ihn wegmachen. Also, du musst jetzt als letzte Aufgabe einen Satz erfinden, der folgende Wörter beinhaltet. Und zwar Birne, Heizung und Fußball. Und los. Der Heizung ist mit der Kabel, um meine Heizung zu nehmen. Um meine Heizung zu nehmen, um meine Heizung zu konsumieren. Hat eine Birne gegessen und danach ist ein Fußball gegangen. Was ist so? Danach ist er zum Fußball gegangen. Ach, zum Fußball gegangen. Er hat seine Heizung repariert, hat seine Birne dabei und ist danach zum Fußball gegangen. Ja. Zähle mir in 7 Sekunden 5 deutsche YouTuber auf. Wann? Jetzt? Wann du möchtest. Auf die Pässe. Auf die Pässe. Auf die Pässe. Fertig. Los. Okay, wann, nee, wann ist er? XOXO, dann Bibi's Beauty Palace und Dagi B und darum. Wir hatten jetzt gewonnen. Ich habe nicht mitgezählt. Da wir hier keine Punkte mitgezählt haben. Und der Gast ja immer gewinnt. Herzlichen Glückwunsch! Yay! Also die Gewinnerin sitzt neben mir, egal ob sie gewonnen hat oder nicht. Sie hat gewonnen, sie ist der Gast. Ja. Okay, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und jetzt kommt hier ein schönes Bild. Da klickt ihr jetzt bitte drauf. Dann kommt ihr nämlich zu ihrem Kanal und zu dem Video, was wir da gedreht haben. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.